uns gefragt, als wir hierher kamen, warum investieren die gerade jetzt, wo so ein schwieriger Moment ist vom Euro her. Könnt ihr dazu etwas sagen? Die Befragung ist mehr als berechtigt, die stellt sich auch. Ich werde dazu vielleicht im Vorfeld noch Folgendes dazu sagen. Wir als Imprägneure sind schon seit längerer Zeit in einem Wandel unterworfen. Die Imprägneure, die vor 30, 40 Jahren am Markt tätig waren, die sind schwergewichtig im Mastenbereich tätig gewesen. Und dieser Bereich, der wird oder ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer rückläufig gewesen. Also man hat sich als Imprägneur die Frage stellen, wird man einfach Tag für Tag kleiner oder tut man neue Geschäftsfelder auf? Wir haben uns für die Strategie entschieden, dass wir uns weiterentwickeln müssen, obwohl Holzmasten immer noch eines unserer Kerngeschäfte ist. Holzmasten heisst aber auch Rundholz für einen Aussenbereich. Mhm. Das können Lawinenverbauungen sein, das können Rampfell sein, das können Bootsanlegeplätze sein. Einfach dort, wo Holz dauerhaft eingesetzt werden muss. Und so haben wir uns entschieden, uns weiterzuentwickeln und halt auf etwas Neues aufzuspringen. Und weil wir heute vermehrt Holz im Aussenbereich anwenden tut, mindestens auch Fassaden, wenn auch vielleicht der Betondeckel oder das Geschoss noch in Beton gemacht wird. Fassaden werden heute viel in Holz gemacht, haben wir uns gesagt. Jetzt ist der richtige Moment, um zu investieren. Ja. Mhm. So, jetzt. Dann darf ich dir alles Zertifikat reichen. Danke. Besten Dank. Bitte, ist gern geschehen. Die brauchen Schweizer Holz, ist das kein Problem zum Beschaffen? Die Beschaffung des Schweizer Holz, das würde die Kassette von dem Tape, von dem Video übersteigen. Das ist für uns eine grosse Herausforderung. Wir verarbeiten rund 4000 Kubikmeter Rundholz. Und es ist zu einer strategischen, wichtigen Aufgabe geworden, die ich persönlich machen muss, genügend Holz zu haben. Und der Abbau richtet sich natürlich an die Schweizer Waldwirtschaft, weil es hat genug dieser Bäume in den Schweizer Wäldern, um Telefonmasten zu machen. Es muss einfach nicht LGL 5 Meter gemacht werden. Wir wissen, wir stehen in Konkurrenz zu Zerspanerwerken, die auch Schwachholz einkaufen. Aber man kann mit Prozessor zur richtigen Zeit richtige Qualitäten aufrüsten. Und wir gehen heute in den süddeutschen Raum Holz beschaffen. Es ist logistisch einfach, in den süddeutschen Raum zu gehen. Es ist näher, wenn wir in die Westschweiz gehen, beispielsweise, oder ins Bündnerland gehen. Aber wir sollten es doch fertig bringen, die Wertschöpfung in die Schweiz zu holen, weil sonst können wir einfach eine Rechnung über von einem ausländischen Vorstand. Und da kann ich nur den Abbau richten, können wir schauen, was wir für Bedürfnisse haben, weil wir wollen Schweizer Holz verarbeiten, weil das können wir auch wieder als Verkaufsargument brauchen.